Der Tannhäuser bei uns begeht eine Art Zeitreise durch die bildende Kunst und durchreißt, so wie Wagner ja selbst die Komposition aufgestellt hat, eben zuerst die dionysische Welt, die Venuswelt und dann die Wartburgwelt, die apollinische Welt und durchschreitet sozusagen verschiedene historische bildende Kunstetappen und da stellen wir dadurch sehr bekannte Gemälde und Skulpturen. Also wir beginnen 800 vor Christus bei Milo, der ersten künstlerischen Darstellung eines Frauenkörpers, der Venus, und befinden uns dann im zweiten Akt in einem Wartburg in der Schule von Athen von Raphael um das 15. 16. Jahrhundert, dieses berühmte Denkergemälde. Vom ersten Moment eine große und wunderschöne Reise durch diese Oper und jetzt auch sozusagen musikalische Festessen mit Essener Philharmoniker und in diese wunderschöne Theater zu bringen. Ich verstehe diese beiden Hauptfiguren der Frauen, also Venus und Elisabeth, gar nicht als so starke Extreme, auch wenn sie natürlich diese beiden Welten, die apollinische, die dionysische, Venus und Wartburgwelt, definieren. Sie sind sich eigentlich viel näher, als man glaubt, wenn man hinter die Musik und hinter die Texte schaut. Und es sind fast für mich wie Seelenverwandte. Die Venus, die man ja erstmal als femme fatale wahrnimmt. Ich verstehe die Figur viel mehr als eine Frau, die gesehen werden will, die hinter dieser Fassade auch in Erscheinung treten möchte und auch von den Männern, die ja rein und rausgehen sozusagen in den Venusberg, auch gesehen werden will. Und Tannhäuser sieht sie. Und genauso ist es auf der anderen Seite bei Elisabeth. Elisabeth, die sozusagen in einer Gesellschaft aufwächst und funktioniert, voller Strukturen der Wartburgwelt, wo eigentlich erstmal die Lust, das Gefühl, die Sinnlichkeit nicht erlaubt ist, die man sozusagen besingen und beschreiben darf, aber nicht erleben darf. Als böhmischer Dirigent, ich habe gefunden viele Ähnlichkeiten mit später Werk Rusalka von Antonín Dvořák. Ja, das ist auch dieses Thema von Liebe,